Purer Kaffeegenuss ohne viel Schnickschnack bekommt ihr dieses Mal im Expertenangebot der Woche. Mit fast einem Liter Wassertank könnt ihr bis zu 6 Tassen Kaffee brühen und dank der Anzeige könnt ihr auch immer frühzeitig erkennen, wann ihr das Wasser wieder nachfüllen müsst. Mit dem höhenverstellbaren Kaffeeauslauf könnt ihr dann auch eure Lieblings-XXL-Tasse benutzen. Und auch 2 Tassen gleichzeitig brüht die Senseo in weniger als 60 Sekunden. Lästiges Reinigen könnt ihr euch in Zukunft sparen, denn alle Teile sind Spülmaschinen geeignet. Und solltet ihr mal vergessen haben, die Kaffeemaschine auszuschalten, könnt ihr trotzdem ganz entspannt zur Arbeit fahren, denn nach 30 Minuten spätestens schaltet sich die Maschine automatisch ab. Und dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr für nur 59 Euro in allen Expert-Fachmärkten. Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg. Oder unter esc-expert.de. Hallo liebe Handballfreunde, mein Name ist Charlotte Schöps und ich bin Spielerin beim SC Hoyerswerda. Am Samstag spielen wir gegen den Govec Görlitz. Wir hoffen auf eure Unterstützung. Die Handballerinnen vom SC Hoyerswerda werden freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Werbung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 ist das Motto im Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle, wir bringen Sie ins Fernsehen. Hallo liebe Handballfans, mein Name ist Ronny Eckert, ich bin Kapitän der ersten Männermannschaft des LAV Hoyerswerda. Hiermit möchte ich euch recht herzlich zum nächsten Heimspiel an diesem Samstag einladen. Unser Gegner ist der Zwölitzer HSV. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns zahlreich unterstützen kommt. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Mittwochabend. Sie sehen die Drehscheibe Lausitz hier in Ihrem Elsterwelle Fernsehen. Willkommen dazu. Die Umbauarbeiten an der alten Orthopädie in Hoyerswerda laufen auf Hochtouren. Alle Gewerke des Innenausbaus geben sich sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Schließlich sollen Anfang Mai die ersten Mieter einziehen. 4 Millionen Euro werden in den künftigen Kaiser-Wilhelm-Wohnpark im Herzen der Altstadt investiert. Im September 2014 sind die Arbeiten am Gebäude der im Volksmund genannten Knochenmühle gestartet. Damals lag noch ein intensiver Geruch nach Krankenhaus und Desinfektionsmittel in der Luft. Heute riecht es nach Baustelle, Holz, frischer Estrich, Farbe. Getan hat sich also eine ganze Menge. Manches auch anfänglich noch nicht so geplantes wie der Abriss des Zwischenbaus. Ja, das waren 2, 3 Sachen. Das waren ja immer in Etappen, wurde dieses Haus ja früher erweitert. 1898 der erste Bau, dann immer wieder weitere Etappen. Dadurch gab es unterschiedliche Geschosshöhen, unterschiedliche Raumhöhen. Und für das Nutzungskonzept hat sich das A als ungünstig gestaltet. Die enormen Raumhöhen brauchen wir heutzutage natürlich nicht mehr. Zum Zweiten war die Bausubstanz auch nicht so gut. Und wir haben einen großen Vorteil durch den Neubau. Wir haben eine komplette Etage mehr reinbekommen. Also eine Wohnung mehr
Und mit den Kosten hat sich das in etwa ausgewogen. Ich habe natürlich auch Vorteile beim Neubau, gerade Wände und so weiter. Ja, und wir haben ein bisschen mehr Wohnfläche geschaffen. Die drei Gewerbeeinheiten im Gebäude sind bereits vermietet, ein Teil der Senioren-Apartments und Wohnungen ebenfalls. Die Tage zum Schauen nach dem Richtfest haben doch den einen oder anderen künftigen Mieter wohl überzeugt. Ja, also es waren sehr viele Leute da. Ich schätze mal zwischen 750 und 850 Leuten an allen drei Tagen. Das war ja an einem Freitag, Samstag und Sonntag. Es waren natürlich viele auch da, die hier früher gearbeitet haben oder die eine besondere Beziehung zu dem Haus haben oder sei es als Patienten hier gelegen haben. Aber es waren natürlich auch sehr viele da, die Interesse hier an einer Wohnung bzw. im Apartment haben. Es gab sehr viele interessante Gespräche. Und ich muss sagen, nach dem Wochenende war ich echt urlaubsreif, weil drei Tage am Stück nur reden, nur stehen, rumlaufen auf der Baustelle. Aber die Anstrengung hat sich durchaus gelohnt. Trotz des mehr als 100 Jahre alten Grundgebäudes ist die Baustelle relativ komplikationslos. Zumindest größere Überraschungen blieben aus. Das Einzige, also im Vorfeld vor den Bauarbeiten sind ja bestimmte Utensilien noch entdeckt worden. Ich sag mal zum Beispiel alte künstliche Hüftgelenke und sowas. Das hatten wir aber schon vorher, die dann noch im Keller gestapelt lagen. Ansonsten war eigentlich der einzigste Punkt beim Abriss des Zwischenbaus, hat sich an der Giebelseite eine Inschrift von den damaligen Handwerkern gezeigt. Die haben in den frischen Putz ihre Namen dort eingraviert sozusagen. Ansonsten gab es eigentlich keine nennenswerten Überraschungen oder auch Funde jetzt beim Bau an sich. Preiswertes Wohnen wird es im Kaiser-Wilhelm-Park sicher nicht, aber dafür soll es mit Stil sein. Das ist richtig. Wir haben uns als Ziel gesetzt, hier wirklich auch Maßstäbe zu setzen. Es wird eine hochwertige Ausstattung geben. Und das Grundstück gibt ja eine sehr schöne Parkanlage her. Das ist fast ein Hektar hier. Wir werden es als Parkanlage auch entsprechend gestalten, sodass ich hier ein sehr angenehmes Umfeld habe im Herzen der Altstadt. Und natürlich auch noch Nutzung der Gemeinschaftsräumlichkeiten, die hier vorgesehen sind. Insofern denken wir, ist der Preis durchaus gerechtfertigt und man bekommt dafür auch was geboten. Wenn die Temperaturen wieder freundlicher sind, soll der Außenputz angebracht werden und dann fallen die Hüllen. Ob das Gebäude seinen Spitznamen damit auch los wird, das muss man wohl sehen. Seit 20 Jahren ist der 27. Januar bei uns in Deutschland ein bundesweiter Gedenktag. Er bezieht sich auf die Befreiung Auschwitz durch die Rote Armee im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges. Auch im Sächsischen Landtag wurde heute an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Über 300 Gäste aus Politik, öffentlichem Leben sowie Vertreter von Opferverbänden nahmen an der Gedenkstunde teil. 27. Januar 2016. Die Welt gerät aus den Fugen. Unter diesem Zeichen wurde im Sächsischen Landtag am Mittwochvormittag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Mit Blick auf die internationalen Konflikte und den weltweiten Terror scheint das Thema Antisemitismus 71 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz wieder aktueller denn je zu sein. Die Anschläge in Frankreich waren auch antijüdischer Terror. Dasselbe gilt für die Attentate auf das jüdische Museum in Belgien und die Synagoge in Kopenhagen. Und auch in Deutschland erleben wir immer wieder antijüdische Hetze und Angriffe. 1932 in München geboren, hat Charlotte Knobloch die Zeit des Nationalsozialismus unter der Obhut einer katholischen Familie in Franken überlebt. In vielerlei Hinsicht mahnt sie, die Erinnerung an den Massenmord in Deutschland wachzuhalten. Was die Vergangenheit angeht, so sind die heutigen frei von Schuld. Aber sie tragen Verantwortung für heute und morgen. Jude, das habe ich persönlich erlebt, ist wieder ein Schimpfwort. Antijüdische Schmierereien und Schändungen, Zuschriften und Anrufe sind Alltag in unserem Land. Im Internet kennt der Hass schon keine Grenzen und keine Hemmungen mehr. Dümmste und perfideste Äußerungen verbreiten sich im Netz und in den Köpfen. Vor Schülern des Romain-Rolland-Gymnasiums Dresden, Vertretern der sächsischen jüdischen Gemeinden sowie Landtagsabgeordneten diskutieren die Redner auch über die kulturellen Konflikte mit dem Islam im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise.
In weiten Teilen des arabisch-islamischen Raumes ist Judenhass, sind antijüdische Klischees tief verwurzelt, ja in den Lehrplänen verankert. Wir dürfen die deutlichen Warnsignale und besonders die unter arabischen Migranten verbreitete Judenfeindschaft nicht abtun. Nicht erst seit Silvester ist bekannt, dass wir es mit Zuwanderung aus Ländern, Systemen und Kulturen zu tun haben, deren Prinzipien im krassen Widerspruch zu den unseren stehen. Ein Großteil der Flüchtlinge hat Demokratie nie erfahren und leben können, wurde freiheitsfeindlich sozialisiert. Eben weil wir helfen wollen, muss das im Fokus stehen. Einen aufgeklärten Patriotismus wünscht sich die ehemalige Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongress. Wer mit uns leben möchte, ein Teil von wir sein möchte, muss sich zu unseren Werten bekennen. Äußerungen oder Handlungen, die dem zuwiderlaufen, sind unverzüglich zu ahnden. Falsch verstandene Toleranz, irrläufige Multikulti-Pseudo-Integration führt zu Parallelkulturen. Ein Weiter-so wäre verheerend. Scharf grenzt sie ihre Forderung allerdings vom Demonstrationsgeschehen in Sachsen ab. Pegida, Legida und Co. sind keine Patrioten. Sie sind Scharfmacher, Brandstifter, die an Flammen zündeln, welche noch in den Zwischenräumen unseres Gemeinwesens schwelen. Das betrifft auch Teile der AfD. Frau Dr. Petri, ich kann Sie und Ihre Fraktion nicht aus der Verantwortung nehmen. Ihre Partei bringt zu viele Gestalten und Thesen hervor, die nicht nur Geschmackssache sind, sondern radikal rechts, nationalistisch und somit gefährlich. Sie singen im Chor mit Pegida und Co., die offen rechtsradikal und antisemitisch sind, vielfach unterwandert und gesteuert von Neonazis. Wegen eines Radiointerviews hat der AfD-Abgeordnete Uwe Wurlitzer laut seinem Sprecher den Plenarsaal während dieser Worte verlassen. Aus der Geschichte lernen, gesellschaftlich wachsam und politisch entschieden sein, das fordern die Redner auf der Gedenkveranstaltung, gerade wegen der vielen aktuellen Bezüge. Gleich weiter mit noch mehr aktuellen Nachrichten vom Tage hier aus der Lausitz. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Auch ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda. Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Naja, wir freuen uns wie eine Räne. An der Platte machen wir uns eben auch. Ich meine, das ganze Gelumme, was wir noch brauchen, nicht zu glauben. Alleine die Benunzen für den Fensterbursche. Weiß ich auch nicht, alles ein bisschen viel. Na, Herr Frau Bibsch, macht euch mal keinen Nüschel. Verstehen ist einfach. Oh, noch, wie mehr als wenn der Finanzpartner aus der Region kommt. Willkommen zurück zu noch mehr Nachrichten vom Tage hier in der Drehscheibe Lausitz. Voraussichtlich im Februar soll der Abschlussbericht des Braugasse-Untersuchungsausschusses vorliegen. Das kündigt Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora an. Darin werden die Ursachen der Kostenüberschreitung von gut einer Dreiviertelmillion Euro bei der Sanierung des Bürgerzentrums benannt. Auch eine rechtliche Bewertung sowie Konsequenzen sollen darin zu finden sein. Im September vergangenen Jahres war das Bürgerzentrum eröffnet worden. Die Sanierung des einstigen Ballhauses war statt mit 5,9 Millionen Euro Baukosten abgeschlossen worden. Mehr Meldungen vom Tage jetzt in unseren Nachrichten. Und
Eine Petition mit 3700 Unterschriften haben am Dienstag Eltern der Grundschule am Adler an Hoyerswerdas Bürgermeister Stefan Skora übergeben. Gefordert wird der Erhalt der Einrichtung am jetzigen Standort. Statt eines Umzuges in die Oberschule in der Altstadt soll ein Neubau auf dem jetzigen Gelände realisiert werden, so die Bitte. Gerade der ländliche Charakter des Umfeldes sei sehr wichtig. CDU-Stadtrat Frank Hirche regte an, einen Sonderstadtrat zum Thema durchzuführen. Der Schulnetzplan müsse nicht nur für die Einrichtung schnellstmöglich beschlossen werden. Auch für die Anmeldung von Fördermitteln sei es unabdingbar, schnell zu reagieren. Im Kultusministerium warte man bereits auf eine abgestimmte Maßnahmeliste. Das Hoyerswerda Lausitzbad wird für 2015 ein Defizit von 480.000 Euro verbuchen. Innerhalb von 4 Jahren konnte das Minus der Einrichtung um 60% verringert werden. 2011 wurden noch 1,2 Millionen Euro als Verlust ausgewiesen. Die Einsparungen sind zum Teil auf Preiserhöhungen, zum Großteil aber auch auf eine deutlich höhere Energieeffizienz im Bad zurückzuführen, erklärte Geschäftsführer Rainer Varkus am Dienstagabend im Stadtrat. Durch den Einsatz eines Energielastmanagements, die Erneuerung von Pumpen sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED konnte der Stromverbrauch halbiert werden. Bei der Wärme sind Einsparungen von 35% möglich geworden. Um mehr Gäste in das Bad zu locken, soll jetzt der Einzugsbereich durch gezieltes Marketing vergrößert werden. Mit dem neuen Kleinkinderbereich, der Riesenrutsche und dem Wasserspielplatz werden verstärkt Familien angesprochen. 2016 soll auch das Thema Wellness wieder stärker in den Fokus rücken. Der Massagebereich in der Sauna wird ausgebaut und auch für Nichtgäste der Einrichtung nutzbar gemacht. Auch Gesundheitskurse will man verstärkt anbieten. Hier habe sich die Anzahl der Teilnehmer von 600 in 2012 auf mehr als 9000 erhöht. In diesem Jahr sei man bereits bis zum Herbst ausgebucht. Um Sportschwimmern trotzdem die Chance zu geben, im Becken in Ruhe Runden drehen zu können, ist der Belegungsplan inklusive Schul- und Vereinsschwimmen auf der Internetseite des Lausitzbades ab sofort veröffentlicht. In diesem Jahr sollen die Außenanlagen am Hoyerswerda neuen Rathaus in Angriff genommen werden. Der Stadtrat gab einer entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung grünes Licht. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei rund 30.000 Euro. Im Vordergrund steht der Bau von 62 Parkplätzen, 3 davon behindertengerecht. Zudem werden 4 Garagen vom Bürgerzentrum in der Dillinger Straße umgesetzt. Neben den Dienstfahrzeugen der Verwaltung soll in ihnen auch Lagerflächen vorgehalten werden. Fahrradstellplätze, eine ordentliche Beleuchtung und die Gestaltung der Grünflächen runden das Paket ab. Die Generalsanierung des ehemaligen Landratsamtes, zumindest für das Gebäude, wurde von 2007 bis 2012 realisiert. Der Verschmelzung der Energieerzeugungsgesellschaft Hoyerswerda mit den städtischen Versorgungsbetrieben haben die Stadträte zugestimmt. Nach einem Grundsatzbeschluss soll das Verfahren jetzt eingeleitet werden. Der bisherige Geschäftsführer Thomas Schmidt wurde in einem ersten Schritt abberufen und VBH-Geschäftsführer Steffen Gringers eingesetzt. Die Verschmelzung beider Unternehmen soll rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Eine betrunkene Frau musste am Dienstagmorgen am Globus in Hoyerswerda ihren Führerschein abgeben. Kunden hatten kurz vor 9.30 Uhr den Rettungsdienst gerufen, weil in einem Hyundai auf dem Parkplatz eine Frau lag, die weder auf Klopfen oder Rufen reagierte. Als er eintraf, wurde die 37-Jährige wach, startete den Motor und fuhr aus der Parklücke. Die Sanitäter bemerkten jedoch, dass die Dame betrunken war, zogen den Zündschlüssel ab und riefen die Polizei. Die Streife stellte fest, dass die Frau etwa 2,6 Promille intus hatte. Am Nachmittag informierte eine Zeugin die Polizei, dass die Frau ihren Hyundai vom Parkplatz abgeholt hatte und davongefahren war. Nun kommen auf die 37-Jährige daher gleich 2 Strafanzeigen zu. Die guten Vorsätze fürs neue Jahr sind bei dem einen oder anderen vielleicht schon Geschichte. Aber mit dem Rauchen aufhören, das kann man das ganze Jahr. Wie es funktionieren kann, dazu gleich mehr.
Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung. Und ganz ohne Gebühren. Willkommen, liebe Zuschauer, zur Servicezeit Gesundheit. Wie Sie unschwer erkennen können, sind wir wieder in der Apotheke am Jahnstadion in Hoyerswerda und an meiner Seite in gewohnter Weise Inhaberin Inge Elin. Ich weiß nicht, wie es mit Ihren guten Vorsätzen steht. Vielleicht gehört ja da auch das nicht mehr Rauchen mit dazu. Es ist heute unser Thema, weg vom Giftcocktail, Wege zum Rauchstopp. Frau Elin, erste Frage, welche Folgen können denn oder kann denn das viele Rauchen prinzipiell haben? Wir wissen ja alle, dass im Tabakrauch 4000 Schadstoffe drin, also 4000 Stoffe, die durch das Verbrennen entstehen. Und davon sind 200 ungefähr Schadstoffe und 30 oder 40 krebserregende Stoffe. Wobei da bei den Schadstoffen nur mal so, um ein paar zu nennen, kann ich ja nicht, 200. Mhm. Also Blei, Arsen, Dioxin, Blausäure und Cadmium. Also hört sich schon ganz schlimm an. Und dazu, wenn man täglich eine Schachtel Zigaretten raucht, nimmt die Lunge im Jahr ungefähr eine Tasse Teer auf. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Dadurch werden die Flimmerhärchen verklebt, sodass man nicht richtig mehr husten, also dass die Schadstoffe, die mit der Luft eingeatmet werden, nicht richtig hinaustransportiert werden, dass die Infektanfälligkeit erhöht wird. Die Lunge wird schwarz, was wahrscheinlich die Chirurgen auch nicht so freut. Dann als Fernziele, also was durch langes Rauchen entstehen kann, sind Herzinfarkt, Schlaganfall, Kurzatmigkeit, Asthma wird verstärkt, das Lungenkrebsrisiko und Rachen- und Kehlkopfrisiko erhöht, dann diese COPD, obstruktive Lungenkrankheit, Impotenz und Unfruchtbarkeit können alles dadurch hervorgerufen werden. Gerade bei Rauchern ist es ja so, dass die eigentlich ja eine ganz angenehme Wirkung empfinden beim Rauchen. Wodurch entsteht das eigentlich? Rauchen ist ja praktisch ein Suchtmittel, ein schwaches, aber es ist eins. Und das Nikotin, also es wird auch der Glücklichmacher genannt, das Nikotin, kommt aus der Lunge ins Gehirn. Und dort werden die Botenstoffe Noradrenalin, Serotonin und Dopamin freigesetzt und die verursachen ein Glücksgefühl. Und das möchte man natürlich gerne, also wenn man jetzt längere Zeit nicht geraucht hat, wieder haben, greift also zur nächsten Zigarette. Dann im Körper ist es so, dass die Adern sich verengen, Blutdruck und Herzfrequenz steigen. Der Energieverbrauch und die Darmtätigkeit wird beschleunigt. Das sind alles Wirkungen durch die Zigarette. Warum ist es denn nun so verdammt schwer, sage ich jetzt mal, mit dem Rauchen aufzuhören? Ja, weil das Suchtpotenzial im Gegenteil, also diese glücklich machende Wirkung ist ja sehr gering. Sonst würden wir ja alle Raucher nur glücklich rumlaufen. Und dafür ist aber die Sucht nach den Zigaretten relativ hoch. Und zwar, das Gehirn gewöhnt sich an die Nikotinzufuhr und bildet vermehrt Rezeptorzellen. Dadurch muss man, die werden dann auch unempfindlicher und dann bildet es wieder mehr und dann muss man wieder mehr rauchen und dann kommt man in so einen Teufelskreis, dass man, um die gleiche Wirkung zu erzielen, mehr rauchen muss. Und dadurch wird die Dosis erhöht und wenn man aufhört, ist das Rauchverlangen sehr stark. Manche Leute werden aggressiv und nervös und schlaflos, kriegen Schwindelanfälle und Verdauungsprobleme. Und das sind alles Sachen, die das Aufhören erschweren. Und wir verstehen durchaus, und es gibt ja auch, dass man Hilfsmittel haben möchte. Und die gibt es auch und die bieten wir auch an. Welche Alternativen, bleiben wir doch dabei, welche alternativen Methoden gibt es denn? Es gibt einmal die alternativen Methoden, die wir nicht bieten. Das sind Akupunktur und Hypnose. Das soll bei manchen Leuten auch wirken, gibt es aber nicht viele Studien drüber. Und ich verlasse mich gerne immer auf Studien. Und das muss jeder dann selber für sich entscheiden. Wir bieten an
erstmal die Nikotin, also wenn der Körper das Nikotin hat, ist es ja leichter, alle anderen Sachen, die auch dazu gehören, die Zigaretten anzünden. Das sind alles Rituale, die man eigentlich gerne tut und von denen muss man sich ja auch verabschieden. Deswegen ist es nicht falsch, wenn man Nikotin zuführt, dass man nicht das Verlangen danach hat, dann ist das alles sehr viel leichter. Und dieses Nikotin zuführen ist nicht so wie die Zigarette. Also man will das eigentlich auch loswerden, weil es gibt Kaugummis und Lutschtabletten und die verursachen ein scharfes Gefühl im Mund, was eigentlich auch durch das Nikotin eben kommt. Mhm. Aber das ist eben in der Form sehr unangenehm. Da möchte man gern von loskommen. Und die Pflaster bieten 24 Stunden Nikotin an. So Leute, die auch manchmal ganz früh aufstehen, weil sie noch rauchen müssten oder so, für die ist das also sehr gut. Da würden wir gerne beraten, um das beste Mittel rauszufinden. Es gibt auch neuerdings ein Spray, sodass das sofort wirkt. Ist ein bisschen eben auch scharf im Mund und man hat dann überhaupt keine Lust, zur Zigarette zu greifen. Also Sie bekommen Hilfsmittel auch in der Apotheke Ihres Vertrauens und ja, dort gibt es dann die entsprechende Beratung. Und Informationen zum Thema Rauchen aufhören oder vielleicht ja, heute genau das Entscheidende, jetzt zu sagen, wir legen wirklich den Glimmstängel zur Seite, die haben wir bekommen von Inge Lien. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Danke, liebe Zuschauer, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 27. Januar 2006, also vor 10 Jahren, haben die Hoyerswerder Lebensräume das Neustädter Eck offiziell eingeweiht. Das ehemalige Bürohaus war für rund 2,5 Millionen Euro komplett umgebaut worden. Gut ein Jahr hatten die Bauarbeiten gedauert. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein veranstaltet am Donnerstag unter anderem einen Kaffeeklatsch mit gemeinsamen Singen um 14 Uhr in der Begegnungsstätte im Flieshof am Markt in Neuerswerda und ab 14.30 Uhr im Stelldichein in der Einsteinstraße in Lauter. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda haben Mädchen und Jungen am Donnerstag noch einmal die Möglichkeit, Brettspiele selber zu basteln. Das Ganze geht in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Blutspenden kann man am Donnerstag in Hoyerswerda und Bernsdorf. Der lebensrettende Saft wird von 15 Uhr bis 18 Uhr in der Oberschule am Stadtrand in Hoyerswerda sowie in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im alten Zollhaus in Bernsdorf abgenommen. Zum Mädchentreff wird am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in das Jugendhaus Lauter am Lessingplatz eingeladen. Der Dresdner Schriftsteller Michael G. Fritz stellt am Donnerstag im Hoyerswerder Schloss bei einer Lesung seinen neuen Roman Ein bisschen wie Gott vor. Die Veranstaltung im Kaminzimmer beginnt 18 Uhr. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem der Western Hateful Eight, der Trickfilm Alvin und die Chipmunks Road Chip sowie der Familienstreifen Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs. Und eine Podiumsdiskussion zum Thema Klimawandel und die Folgen für die Zukunft der Lausitz findet am Donnerstagabend im Allee-Restaurant in Hoyerswerda statt. Sie beginnt um 19 Uhr. Nachts dichte Wolken und Niederschlag bei 10 bis 7 Grad und einem teils frischen Südwestwind. Am Donnerstag im Tagesverlauf abziehender Regen, zum Nachmittag hin dann recht freundlich und kaum Schauer, maximal 8 bis 11 Grad. Am Freitag und Samstag deutlich mehr Wolken als Sonne, gelegentlich Regen und zeitweise windig. Es bleibt für die Jahreszeit deutlich zu mild und in den Nächten meist frostfrei. Das war die heutige Ausgabe Ihrer Drehscheibe Lausitz. Morgen berichten wir über den Hospizdienst der Malteser bei uns in Hoyerswerda. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind, zur selben Zeit hier in Ihrem Elsterwelle Fernsehen. Bis dahin, schönen Abend, tschüss.